Willkommen in meinem Informatiklabor. Ich habe hier zwei Tassen aus unserer Etagenküche. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Information gespeichert wird in der Informatik. Nehmen wir den einen Fall. Die Tasse soll ein Behältnis darstellen. Wenn ich was hineinfülle, einen Gegenstand hineinlege, dann nehmen wir das für die Information ist voll. Ein Bit ist da drin gespeichert. Das Bit 1. Nehme ich das raus, ist die Tasse leer. Ist das die Information 0? Also wir haben 1 und 0. Wir lösen also die Informationsspeicherung über das Ablegen von materiellen Dingen in einem Behältnis. Das ist die eine Variante, wie man Informationen speichern kann. Eine andere zeige ich Ihnen jetzt mal hier. Die Tasse fülle ich jetzt mit meiner wertvollen Mezzomix. Jetzt haben wir Flüssigkeit da drin und was wir hier machen können ist, ich kann diese Flüssigkeit in Rotation versetzen. Jetzt gibt es Schaumbildung, dass Sie sehen können, wie rum das rotiert. Hätten wir einen dunklen Kaffee, würden Sie das nicht erkennen, dann können wir das testen, indem wir den Löffel einhalten und sehen dann, der Wellenbug ist jetzt an dieser Seite, nicht an jener. Drehe ich das Getränk andersrum. Würde der Wellenbug hier, jetzt können Sie es deutlich sehen, entsteht er hier an der Seite. Hier wird also Information über Rotationsfluss gespeichert. Nehmen wir rechts drehende Schwibschwapp-Soße, eine 1, links drehende Schwibschwapp-Soße, eine 0. Das sind die zwei verschiedenen Arten, wie ich Information speichern kann, also durch Ablegen in ein Behältnis oder durch einen Energiefluss in einem Behältnis, also in einer geeigneten Form, die Energie speichern kann. Und das sind tatsächlich die zwei Techniken, die auch in der Hardware gebraucht werden. Es gibt Hardware-Bausteine, die Informationen sich merken, indem Strom fließt in bestimmten Kreisen. Wenn wir uns eines Tages mal das Flipflop anschauen, in einem zukünftigen Video, da werden Sie sehen, dass dort Information entweder in die eine Richtung fließt oder in die andere Richtung, eben um zu speichern, ob das eine 0 oder 1 ist. Der Witz an der Geschichte in der Informatik ist, dass ich eine Abstraktionsschicht darüber ziehen kann. Ich kann die Hardwaregrundlage, dass ich mit Flüssen arbeite, verbergen unter einem Interface, sodass ich glaube, das ist dasselbe wie einfach etwas ablegen und wieder rausholen. Und umgekehrt kann ich das natürlich auch machen. Schauen Sie sich an, wie unser Gehirn funktioniert, dann stellen Sie fest, dass es beides gibt. Unser Gehirn bildet Informationsspeicherung ab durch neuronale Strukturen, die fest geprägte materielle Strukturen sind. Die können wachsen, die verändern sich über die Zeit, die können auch degenerieren. Es wird durch Strukturinformationen abgelegt, aber andererseits auch durch Flüsse, indem im besten Sinne des Wortes ihre Gedanken kreisen, indem es dort einen Fluss gibt von Informationen, merken sie sich auch Informationen. Und das im Gehirn bedingt sich gegenseitig. Das eine führt zum Wachstum des anderen und das andere, die Strukturen, erlauben es, materielle Informationen, Energieflüsse als Informationen abzuspeichern. Ich finde das total spannend. Das ist wieder das Raumzeitding in der Informatik.